Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil unserer ESC Songvorschau. Wir blicken heute wieder auf weitere Songs, kommentieren und diskutieren die hier in der Viererrunde mit Lennart, Michael und Stilo. Und wir beginnen mit dem ersten Land. Ich glaube, ich habe es auch noch einmal angehört bis jetzt. Ich habe es auch nicht mehr ganz im Kopf. Ich weiß aber, dass es für mich ein bisschen zu langweilig war. Also ich finde, die Bühnenperformance da selber ist eigentlich ganz angenehm gemacht. Und auch so das Song so hört sich ganz angenehm an, aber irgendwie gibt er mir ein bisschen zu wenig. Weiß nicht, ist natürlich ein ruhiges Lied, das jetzt auch nicht so einen so nach vorne gehen soll, so richtig mitreißen soll, aber lässt mich das Ding ein bisschen kalt. Ich finde das eigentlich ganz schön. Also ich finde, das ist sehr gut inszeniert, muss ich sagen. Ich finde, die Bühne sieht sehr schön aus. Ich finde auch diese Kameraeinstellung, wie die drei Frauen da zusammen stehen mit ihren Gitarren, ganz schön. Ich finde, das ist auch sehr entspannt. Das wirkt friedlich auf meine Seele. Aber ich stimme auch natürlich so ein bisschen zu, dass es natürlich auch ein bisschen langweilig einfach ist, weil es halt nicht so spannend ist. Ja, also ich finde den Song total schön, ruhig, entspannt. Sehr, ja, einfach sehr schön und kann man sich eigentlich fast immer geben. Also das, was ich gehört habe, ich weiß auch nicht, wie der ganze Song jetzt geht, aber das, was ich auf jeden Fall von dem Song jetzt gehört habe, fand ich eigentlich sehr schön. Es ist zwar jetzt natürlich nichts Poppiges, Rockiges oder Sonstiges, was im ESC sofort in Erinnerung ist, aber ich finde das eigentlich, solche Lieder mag ich eigentlich. Ja, dann geben wir Punkte. Punkte für Island. Nils gibt 5, Lennart gibt 6, Stilo 8, Michael 10 Punkte. Insgesamt kommt Island auf 29 Punkte damit. Ist eigentlich voll hoch, aber das liegt doch mal daran, dass hier keiner mal nur einen Punkt oder so gegeben Ja. hat. Das Ding ist halt, solche netten Lieder, wo niemand was gegen hat, die kommen natürlich im Gesamtranking ganz gut, weil niemand das scheiße findet. Das stimmt, ja. Weil niemand sagt, also niemand wird bei diesem Song sagen, dass er unfassbar schlecht ist. Echt mal Michael zuerst fragen, wie er das findet. Super, super schlecht. Ich hätte Also, gedacht, dass dir das gefällt. nee, tatsächlich, nee. Also, Die Melodie geht ja, aber der Gesang ist eine Katastrophe. finde das Ja, wirklich, das klingt auch wirklich so schräg. Also so, Jalame, nee. Also, das hätte, wenn ich mich das ist so. anstrenge, hätte ich das vielleicht eh nicht hinbekommen. Also, Das aber vielleicht nur, vielleicht. Will versuchen, wie zwar dieses eine, was mal rumänisch war, ja sehr bekannt wurde bei uns, aber das schafft das Lied. Das Lied ist halt so schlecht, da brauche ich nicht mal groß was sagen. Ich finde es ja toll, dass Spanien direkt zwei Lieder losgeschickt hat, aber Spanien? naja, das ist für mich schon ein spanisches Lied. Das kommt mir so rüber, das kommt mir so vor, das Spanische. Ich finde es auch schlecht. Also irgendwie gibt mir das auch nichts, das Lied. Also ich finde es halt sehr, sehr anstrengend. Ich finde seine Stimme ein bisschen anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, dass irgendwie, dass dieser Sound dann auch nicht zu der Stimme passt und dass das alles ein bisschen befremdlich irgendwie wirkt. Aber ich glaube, das ist halt, das muss man auch mal ganz fairerweise auch sagen, natürlich aus einer Sicht auch aus Deutschland, aus Westeuropa. Ich kann mir vorstellen, in Osteuropa findet man das nicht so schlimm, der Stimme. Und da ist diese Musikart, glaube ich, angesehener. Aber jetzt hier in Westeuropa ist das Ja. natürlich jetzt ein bisschen alles ungewohnt und wirkt nicht so stimmig. Nicht Die brutal. Punkte für Rumänien: Nils gibt 1, Lennart gibt 3, Stilo gibt 1, Michael gibt 1. Damit kommt insgesamt Rumänien auf 6 Punkte. Zumindest gehofft, dass das nur voll Bulgarien landet. Deswegen habe ich den nächsten noch 3 gegeben. Das ist schon eine Ich Frechheit. finde das ehrlich gesagt nicht besser als Bulgarien, muss ich ganz ehrlich Nee, sagen. ich finde, das ist fast ebenbürtig mit Lettland und Israel. Ich finde, das ist Also, wirklich, Israel ist also. noch schlimmer, aber ebenbürtig Ich finde das mit schlechter Lettland. als Bulgarien, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also. Ja, Cowboys in Estland. Lennart, komm, mach ihn fertig. Also, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so, das ist ein richtiger Dreck. Da wollte ich es mir gar nicht anhören. Dann irgend, also auch von dem Ausschnitt, weil man die ganze Zeit singt, I hope, I hope, I hope. Das kam halt so mega langweilig und einfallslos rüber. Dann habe ich mir zwar nochmal das ganz angehört und irgendwie fand ich den danach auch nochmal etwas besser. Also ich meine, es gab auch ein bisschen wie Rumänien, da kann man das ja denken, dass wirklich ein anderes Land jetzt hier mitmacht. Ich finde es sogar, das machen sogar noch in Ordnung. Also mir gefällt das Lied sehr.
gut. Ist ein sehr angenehmes Lied. Zwar tauscht es immer mit dem Refrain mit diesen ständig Fernando Hope, hört es natürlich immer ein bisschen blöd, aber im Ganzen finde ich das Lied eigentlich sehr gut. Ich mag das sehr. Also ich finde das sehr angenehm. Das ist am Puls der Zeit mehr oder weniger. Das erinnert ein bisschen an Avicii-Musik, so ein bisschen halt, weil der auch so einen Cowboy-Style immer hatte. Und das ist schon auch gut umgesetzt so. Es ist jetzt auch nicht der Über-Über-Song, aber ja, ich höre das schon gerne. So, das kann man sehr gut hören. So, ich finde auch, ich habe einen Live-Auftritt gesehen, da war es ein bisschen schwächer, aber halt auch immer noch gut, finde ich. Ich denke, das wird ins Finale ziehen. Das glaube ich schon. Aber ich denke, es wird im Finale keine große Rolle spielen. Aber ich mag das. Nee, es gefällt mir. Bitte, also, was? Was? Also, hast du heute einen guten Tag? Haben wir den falschen Michael jetzt hier? Haben wir den falschen eingeladen? Nein, aber es hat halt gut, auch wenn es halt nicht direkt Country ist, hat zumindest so einen leichten Country-Hauch. Country mag ich ja generell. Und das Lied auch gut, ein bisschen Abwechslung würde dem Lied vielleicht ein bisschen gut tun, aber ansonsten gefällt es mir. Hör ich mir auch öfters an. Ja. Bestimmt gab es in den Kommentaren in den letzten Folgen viel Kritik über Michael und jetzt hat er sich die Kritik mehr zu Herzen genommen. Ist netter geworden. Punkte für Estland. Nils gibt 8, Lennart gibt 6, Leo gibt 10 und Michael gibt 8. Und ich habe das Gefühl, das wird insgesamt sehr gut sein für Estland am Ende in der Gesamtwertung. Denn alle fanden es ganz gut eigentlich. Ist auf einem Level mit Niederlande. Estland hat 32 Punkte und ich muss jetzt auch sagen, nee, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Da haben wir vielleicht ein bisschen Missgewort jetzt. Also ein Punkt entfernt von Italien, das ist ja wirklich okay, jetzt, das ja. Aber es liegt nur daran, weil Stilo immer 2 Punkte gegeben hat. Und Micha auch nur 7. Ich war ja noch nicht mit 2, ich hätte am liebsten 1. Ja, okay, für deine Verhältnisse waren 7 schon 4, muss ich sagen. Also. Positive von weg, sie geht mit gutem Beispiel voran und wäscht die Hände mit Seife. Ja, finde ich auch gut. Ist Corona-Hygiene 1A auf der Bühne umgesetzt. Aber ich glaube, das ist auch so das einzig Positive an dem Lied. Ich finde halt auch wirklich, ich habe wirklich gedacht nach Jendrik letztes Jahr, es kann nicht mehr schlechter kommen. Und dann kam Serbien und hat mich überzeugt, es geht noch schlechter. Was ist denn das? Also, das ist doch kein Lied. Also, was ist denn das? Die wäscht sie auf der Bühne die Hände, muss ich noch mehr erklären? Also, das reicht doch schon. Ja, es geht um glaube ich, Selbstgesundheit so und das ist ja an sich ein schönes Thema und so. Selbst wenn man das als Lied irgendwie so empfindet, dann ist das auch ein bisschen nervig, dass im Refrain die ganze Zeit dieses Britislava oder was sie da singt, halt immer wieder kommt. Ja, ich finde das schon, also, nicht gut. Mich nervt dieses Lied zu Tode. Es ist schlechter als Jendrik, oder? Selbst Jendrik war besser mit I Don't Feel Hate, selbst das war besser. Da gehe ich nicht mit. Da höre ich hier Hendrik lieber freiwillig an, wenn wir das anhören. Ich höre mir auch, ich würde mir lieber Hendrik anhören als das. Also ich bin auch kein Fan. Also ich meine, es gab eine Sache, die ich noch schlechter fand als den Song selber, und zwar das im Musikvideo der Anfang, wo sie dann irgendwie noch Hähnchen oder so essen. Und das erste so ein ASMR ist oder so. Das hat mich noch mehr genervt, weil man diese ganzen Essengeräusche so richtig laut hört. das fand ich noch ein bisschen schlimmer als das Lied selber. Aber. Also ich meine, was mir nie auf jeden Fall auffällt, ist, glaube ich, eins, wo es keine Leute gibt, die das Lied nur okay finden oder so, sondern es gibt entweder Leute, die hassen das komplett oder Leute, die finden das sogar ziemlich cool. Ich habe damals eine ESC-Top-Liste angeguckt, da waren da noch nicht alle Songs draußen und dann sehe ich so, oh geil, die sind vorne, erster Platz, ja, mit David, what the fuck, was ist das? Ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass es kein Lied ist. Ja, okay, es ist ein Lied, aber ich würde sagen, es ist kein gutes Lied. Ja. Ich hab Unrecht, alle Experten haben recht, ich wurde wahrscheinlich wieder zu Tode gehatet, dass ich so ein bisschen gemein bin, aber ich finde es halt wirklich nicht gut und anstrengend und ich mag das überhaupt nicht. Ich möchte an dieser Stelle schon mal sagen, das ist für mich der schlechteste Song in diesem Jahr. Nee, Israel ist schlechter. Ja. Punkte für Serbien. Jetzt gibt es einen. Lennart will ja nur, dass alles vor Lettland landet. Das ist eine kranke Linie, oder? Also Israel und Lettland habe ich beiden einen Punkt gegeben, soweit ich weiß. Das sind für mich die beiden schlechtesten. Ja, Punkte insgesamt hat Serbien damit 5. Lettland hat es echt nicht verdient, einen Punkt oder irgendwie Gleichstand zu haben. Die müssen wirklich einfach alleine Letzter sein. Machen wir weiter. Michael, sind die Briten dieses Jahr wieder eine Lachnummer oder ist es mehr? Also das Lied ist ganz okay, aber der Hype, der daraus entstanden wurde,
kann ich so nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, ja, der Sänger ist, glaube ich, irgendwie eine ganz große Nummer bei TikTok oder so. Es ist okay, aber mehr jetzt auch nicht, finde ich. Der Song ist nicht besser als die letztenjährigen Beiträge von England. Also es hat sich jetzt nicht wirklich was geändert. Ich finde den Song jetzt nicht schlecht, ich finde den aber auch nicht sehr gut. Ja, in den Wettquoten ist der Song ja übrigens sehr gut bewertet. Hat eine Gewinnchance von, also ist auf Platz 5 bei der Gewinnchance. Meine Songplaylist wird der bestimmt niemals landen. Auf jeden Fall finde ich schon mal, also ich kann es nicht nachvollziehen, wie man sagen kann, dass UK oder Großbritannien dieses Jahr nicht besser ist als die Jahre zuvor, weil ich finde, der Abstand ist so enorm groß, dem die zu denen davor. Also davor hat er wirklich Großbritannien mit die schlechtesten Lieder überhaupt geschickt zum ESC, die auch dann auch in den Jahren dann auch wirklich immer ganz unten waren bei den Bewertungen. Und ich glaube, mit dem werden sie nicht unbedingt gewinnen. Also so die richtig guten Wettquoten kann ich dann auch nicht nachvollziehen. Ich würde auch sagen, dass es leicht overhyped ist. Aber was man auf jeden Fall sagen muss, der, also ich finde, der Song hört sich gut an. Der Sänger ist auch ziemlich gut. Also der kann das Ding auch genauso live performen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die tatsächlich nicht viele andere unbedingt so können. Also auf jeden Fall ein starker Sänger, der das auch ziemlich sicher so hinbekommen wird. Wenn Großbritannien nicht wieder die Bühnenperformance richtig, richtig kacke macht, wofür sie auch immer bekannt sind, mit riesigen Trompeten. Ja, aber ich gerade riesige Trompeten am besten. Also, wenn sie das einigermaßen gut hinbekommen mit der Bühnenperformance, ich glaube, dann hat UK ziemlich gute Chancen, in die Top 10 zu kommen. Ja, also ich finde das ganz gut. Also ich finde das, also das ist auf jeden Fall ein riesen Fortschritt, da würde ich zustimmen. Das ist ein sehr authentischer Künstler, der sehr gut singen kann live auch. Das macht schon sehr Bock. Und die Akkorde vom Song und der Song an sich ist einfach auch ganz cool, muss ich sagen. Ich fand zwar die ersten 10 Sekunden oder die ersten 15 Sekunden am Anfang so ein bisschen geklaut von einem anderen Song. Ich weiß leider nicht von welchem, aber ich finde, ist das schon sehr, sehr gut. Und danach ist es auf jeden Fall ein bisschen eigen wieder. Also da erinnert es mich jetzt nicht unbedingt an irgendwas Besonderes. Ich finde, das könnte so ein bisschen so ein Dark Horse sein, weil das, ich verstehe auch, warum die Wettquotenmacher das so gut sehen. Denn ich glaube schon, das kann mit einem richtigen, also mit einer richtigen Inszenierung und einem richtigen Startplatz so eine geheime Hymne dann werden vom ESC so. Und da, sag ich mal, aus dem Nix auf einmal aufersteigen. Das glaube ich schon, dass das gut funktionieren könnte. Und besonders halt, ich glaube, die Leute sind eh schon wegen Großbritannien, weil es halt Großbritannien ist, könnte es auch von Vorteil sein, weil die ja in den letzten Jahren nicht so gute Songs hatten. Und ja, das dann auch natürlich nur noch eine größere Wirkung hat, wenn dann Großbritannien auf einmal mit so einer Nummer kommt, die ja wirklich ganz gut ist, die auch gut gesungen ist und wenn die auch gut inszeniert wird, dass dann halt Leute sagen, ja, guck mal, jetzt erst recht rufe ich mal für Großbritannien an. Ja. Ich glaube, da wird Großbritannien da nicht nochmal 0-Punkte-Debakel oder sowas erleben. Das auf gar keinen Fall. Ja, ja, auf keinen Fall. Also ich würde sogar die Prognose wagen, dass Großbritannien in die Top 10 zieht. Ja. Punkte für Großbritannien. Nils gibt 10, Lennart gibt 8, Stilo gibt 6, Micha gibt 5. Großbritannien hat damit insgesamt 29 Punkte bekommen von uns. Hearts, they got broken. God only knows why. And sometimes airplanes fall down from the sky. Mountains, they crumble. Die Stimme sehr angenehm. Ich finde auch die Botschaft des Songs irgendwie sehr schön. Mit, dass auch Jungs weinen können und so. Das finde ich eine wirklich schöne Botschaft irgendwie. Und das hat mir, also sonst erreichen mich Themen beim ESC in Songs nicht so wirklich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil entweder die Sprache im Weg ist oder ich das nicht glaubhaft finde oder ich das Thema an sich nicht immer frage, ob das denn jetzt so sinnvoll ist, jetzt darüber einen Song zu machen. Aber ich finde, das irgendwie erreicht mich irgendwie, warum auch immer. Keine Ahnung. Weinst du leicht gerne? Nein, aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil ich finde, es gab noch keinen Song, der über dieses Thema beim ESC gehandelt hat, so. Und ich finde es deswegen ganz gut, dass ein Song halt auch mal über das Thema handelt, so. Ich finde das nett. Der hat eine schöne Stimme und so. Das Problem ist leider, dass der Song sehr langweilig ist, so. Dass der halt auch gar keine Spannung in sich hat, gar keinen Aufbau in sich hat und im Prinzip von Sekunde 1 bis zur Sekunde, bis zur dritten Minute im Prinzip sehr monoton ist, so. Das ist ein bisschen das Problem an der ganzen Nummer. Aber ich finde das eigentlich, es berührt mich dann trotzdem irgendwie so ein bisschen zumindest schon. Das Lied wird, wenn es dann live aufgetreten wird im Halbfinale und wenn es eventuell ins Finale kommt, mal schauen, nur eine Reaktion bei mir hervorrufen: Kaffeepause. Das ist wirklich gemein, ey. Kaffeepause abends oder wie? Das ist nicht auch interessant. Ja, damit ich wach bleibe. Ja, okay. Ich stimme eigentlich komplett zu, was du gesagt hast. Also wie gesagt, eigentlich ein schöner Song mit einem schönen Thema. Und auch mit interessanten Thema. Aber auch, wie du gesagt hast, der Song gibt mir dann doch eben nicht so viel, weil er eben ja wieder zu langweilig ist. Er hat grundsätzlich eine schöne Stimme, aber irgendwie erinnert mich der Song an
das Siegerlied von Portugal, nur ein bisschen mit einer schnelleren Melodie und dass er ein bisschen schneller singt. Ja, auch toll, also dass du das als schnell bezeichnest, also als, ich weiß, als schnell, schneller als Portugal damals. Ja, das spricht aber nicht für Portugal aus meiner Sicht, also muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die Punkte für die Schweiz, Nils gibt 3, Lennart gibt 5, Stilo gibt 3, Michael gibt 2 Punkte und damit kommt die Schweiz auf 13 Punkte. Einer Stufe mit Georgien, das ist auch, also wirklich... Ich bin nicht zufrieden mit unserer. Unter San Marino. Unter San Marino. Also, wo kommen wir jetzt denn hier hin? Also. Ja, das geht vielleicht noch klar. Fangen wir mal unseren Österreicher zuerst. Ja, ich war. DJ Lumix ist ja eigentlich schon ein relativ bekannter DJ. Ich wusste eigentlich nie, dass der aus Österreich kommt, denn es war ich damals sehr überrascht, dass der DJ Lumix aus Österreich antritt. Und ich habe von ihm viel erwartet, dass er hoffentlich einen guten Song bracht, weil also mir gefällt der Song sehr, sehr gut. Ist ein schöner Popsong, kann man das so sagen. Weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall, er hat einen Beat, der nimmt dich einfach mit. Ich würde auch mitgehen, dass der Song sehr, sehr nach vorne geht, sehr treibend ist. Ich würde auch sagen, dass das mir eigentlich ganz gut gefällt. Aber das ist so ein Song, bei dem habe ich richtig Angst, wie er live performt wird. Und wir hatten es ja bei UK, da bin ich mir ziemlich sicher, der wird das halt sehr, sehr ähnlich performen. Vielleicht kommt das live sogar nochmal besser an. Aber bei Österreich, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die Vocal-Performance da mit dem Video mithalten kann. Ich habe Vertrauen in die Pia. Stimmt, kann sie auch gut singen. Ich weiß nicht, ob es halt dann so wirken wird wie in so einem Musikvideo, weil ich glaube, so eine Dance-Nummer funktioniert da einfach besser, wenn sie richtig gut produziert ist, auch ordentlich abgemischt ist und so. Da weiß man nicht, wie das dann live wirkt. Wenn sie das so hinbekommen sollten, wie es ein Musikvideo ist, mit einer guten Bühnenperformance, weißt du, noch mit einer ganz guten Platzierung, irgendwie so zwischen Balladen, was weiß ich glaube, dann kann das Ding auch richtig gut ankommen. Also das ist halt sehr, sehr eingängig so, das ist auch gut produziert. Ich muss sagen, es ist so ein bisschen an Ava Max Musik, finde ich, inspiriert so ein bisschen, muss man sagen. Das fiel mir sofort auf irgendwie, dass es so ein bisschen so ein Mix aus allen Ava Max Songs im Prinzip so ein bisschen ist auch. Aber... Hast du schon mal die Songs von DJ Lumix angehört? Nein, ich kannte den nicht. Und ich muss halt sagen, ich finde das schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ich fand das Video auch ganz cool. Die da, also das hat halt wurde sehr, sehr gut inszeniert in diesem Video und die Tonaufnahme ist eh sehr, sehr gut und das macht echt Bock so. Das geht halt nach vorn so, das ist halt ziemlich geil, da kann man sich zu bewegen. Das besonders halt, wenn das, wie Lars schon sagte, wenn das zwischen Balladen kommt, dann funktioniert das hundertprozentig. Das ist richtig gut. Aber zwei große Probleme könnte es geben. Erstens mal, also das hat beides mit der Live-Inszenierung zu tun. Erstmal, ob die Sängerin das überhaupt so singen kann, weil das ist halt sehr schnell. Das ist, denke ich mal, auch schwierig dann zu singen live und kann sie eigentlich fast nur verlieren. Und zweitens die Inszenierung, also DJs und ESC, das hat noch nie so wirklich gepasst auf der Bühne und also außer bei Norwegen 2017, da hat's mal gepasst. Ja. Das ist die einzige Ausnahme, ansonsten sind ESCs bei den DJ eigentlich immer gescheitert, auch oft an der Inszenierung. Die Songs waren eigentlich in der Regel, ich erinnere mich an Polen 2018 da, der seine Schlange auf der Bühne gemacht hat, so. Ich sag mal so, das war auch im Vorhinein ein echt guter Song eigentlich in dem Video, da dachte man auch so, hey, ist doch nicht schlecht, aber auf der Bühne ist das katastrophal gescheitert alles. Ja, die ähnliche Gefahr könnte ja auch hier drohen bei Österreich. Ich hoffe aber inständig, dass man da keine Clown-Veranstaltung drauf auf der Bühne macht, dass man vielleicht ein paar Tänze auf die Bühne holt, das ein bisschen ähnlich wie ein Video macht und dann ist das schon ziemlich gut. Michael, vernicht das nochmal. Ja, mach mal einen Traum kaputt. Ja. Nee, tatsächlich nicht. Also als ich das erste Mal gehört habe, DJ, dachte ich mir, oh mein Gott, das kann mal wieder nichts werden. Aber man kann sich's tatsächlich schon ab und zu mal anhören. Aber ja, so wie ihr schon gesagt habt, ich bezweifle es sehr, sehr stark, dass die Live-Performance so gut wird wie die Studio-Version. Gesoffen ist, es reicht. Ja. Ja, das spielt auch eine Rolle, wie spät das Ding ist. Wenn das der Opener wäre, wäre es natürlich ganz schlecht. Wenn das der Opener ist, dann ist das wie Super letztes Jahr, dann fällt das komplett durch. Super letztes Jahr war, glaube ich, auch besser gewesen am Ende. Und als Opener war das eine komplette Katastrophe. Punkte für Österreich, Nils gibt 8, Lennart gibt 7, Stilo gibt 12. 12. Ja, wirklich, ist mein Lieblingssong. Okay, Michael gibt 7. Österreich-Brille. Der Österreicher findet Österreich den besten Song. Ne? Nein, ist ja mal hier ein Wunder. Das glaube ich Stilo sogar, weil er hat eigentlich oft solche Songs. Ja, stimmt. Ich habe auch mir gedacht, als der Song kam, das ist wirklich so ein Song auch für Stilo geführt. Also, der passt halt wirklich auch zu Stilo, dachte ich mir halt auch wirklich. Ich dachte mir schon, dass den richtig geil findet, weil das halt genau das ist, was Stilo gefällt. Das war ja meine Hoffnung. Ich dachte mir, oh, DJ Lumix, bitte mach was Gescheites, weil eigentlich gefällt mir deine Musik richtig gut. Still in my heart, still in my heart, I need you here anymore.
Fall, ich bin positiv überrascht. Vor allem der Frau gefällt mir. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass ich das Lied irgendwoher kenne. Also zumindest die Melodie oder so ist bestimmt bei irgendeinem anderen Lied schon mal gewesen. Nicht beim ESC, aber bei irgendeinem anderen Popsong. Ja, ich finde das auch sehr angenehm, muss ich sagen. Also ich finde, das ist halt sofort so ein bisschen herzergreifend, das Ganze. Das ist sehr süß und sehr nett und so. Und das ist ja auch sehr angenehm von der Stimme her. Und der Song ist auch nicht komplett langweilig so. Auch da würde ich nochmal sagen, das ist jetzt auch kein Übersong. Das ist auch nicht jetzt mein Lieblingssong oder sowas. Aber es ist schon sehr, sehr angenehm. Das macht echt schon... Also das gucke ich mir gerne halt an. So. Und wenn das beim ESC kommt, dann freue ich mich auch. Ich hoffe, man inszeniert das ganz schön und dann passt das schon. Das ist schon der Beitrag, für den man, auf den man auch stolz sein kann. So. Ich finde den Song sehr angenehm. Eine schöne Stimme. Ist sehr beruhigend. Also ich finde das Ganze sehr schön. Ich finde es, ich würde zustimmen, dass es ganz süß ist und so weiter, aber ich finde es irgendwie zu langweilig und auch einfach viel zu unoriginell. Also es gibt mir da, also ich finde das einfach nicht wirklich interessant. Ich weiß nicht, wenn ich das hören würde beim ESC, dann würde ich wahrscheinlich einfach so im Kopf wegschalten und einfach mich auf irgendwas anderes konzentrieren. Kurz mal Handy. Ja, zum Beispiel. Kaffeepause also schon mal einleiten, ich weiß. Also der Song ist mir wirklich einfach zu langweilig. Also auch das Musikgenre selber sagt mir nicht so zu. Das ist wahrscheinlich auch ein großer, Teil davon. Aber sehr an mir vorbei. Ich sehe schon Lennart am Handy sitzen, dass er das Lied vergisst und dann kann er sagen, was? Wenn das nach, schon mal vor, das kommt für Österreich. Das wäre doch für Österreich ganz gut. Ja, Nils gibt 7, Lennart 3, Silo 7. Michael 8. Armenien kommt damit insgesamt auf 25 Punkte. Punktgleich mit Moldawien. Das ist wirklich ein bisschen also. Das war's von der vierten Ausgabe unserer ESC-Songvorschau und dann geht's demnächst weiter mit der nächsten Ausgabe und den letzten Songs hier.